Hallo meine Lieben, auf dem Boden des antarktischen Meeres befindet sich ein Objekt, das sich allen Erklärungen entzieht. Ein Objekt, das wie eine Antenne aussieht. Mit perfekten Winkeln ragt sie aus dem Boden. 4 Kilometer unter der Wasseroberfläche. Die Theorien sind zahlreich und sie alle kommen nur zu einem Schluss. Dieses Ding dürfte gar nicht existieren. Denn die einzigen Erklärungen ließen die heutigen Wissenschaftler verzweifeln. Und selbst Meeresbiologen geben zu, dass diese Antenne unzweifelhaft unerklärbar erscheint. Alle Informationen zu diesem einzigartigen Fund, die Stimmen und Argumente derer, die es für außerirdisch halten, die Funktion des Gebildes und vieles mehr, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Jahr für Jahr entdecken Forscher in der Antarktis unerklärliche Rätsel. Jene, die sowohl Astronomen, Historiker als auch Archäologen ins Erstaunen versetzen. Kein Wunder, die Antarktis ist und bleibt die unerforschteste Region unserer Welt. Dieser isolierte Ort ist weit weg von jeder menschlichen Zivilisation, begraben unter einer 5 Kilometer dicken Eisschicht. Der kälteste, höchste, windigste und trockenste Ort dieser Erde. Archäologische Ausgrabungen macht dieser Umstand praktisch unmöglich. Kein Wunder also, dass wir so wenig über die Antarktis wissen. Weder was über dem Eis liegt, unter ihm, noch in den Tiefen des Meeres, das sich unter den dicken Schollen aus Eis befindet. Das Wenige, was wir bisher herausgefunden haben, ist verwirrend. Laut fossilen Aufzeichnungen war die Antarktis vor Millionen von Jahren ein tropisches Paradies, bedeckt mit Regenwäldern, Seen, Pflanzen und allen Arten von tierischen Bewohnern. Spinnen, Fliegen, Frösche. Der heutige eisige Kontinent bot Lebensraum für Flora und Fauna, die heute in dieser Art nicht mehr existieren. Es war eine ganz andere Welt, wie wir sie heute kennen. Präastronautiker vermuten aufgrund dieser fernen Vergangenheit noch ein viel höheres Leben, das einst auf dem kältesten aller Kontinente existierte. Die Antarktis sei vor langer Zeit die Heimat der ältesten Zivilisation der Erde gewesen. Würden wir nur tief genug graben, in die Forschung investieren, unter dem Eis fänden wir die Beweise für diese. Es gibt durchaus auch jetzt schon diese Hinweise, seltsame Artefakte, die sich nicht erklären lassen wollen. Eines davon ist eine seltsame Antenne, aufgefunden an einem Ort, der wie auserwählt erscheint. Ein Kreuzungspunkt auf unserer Erde, wie sie ihn einige Forscher beschreiben. 29. August 1964. Das polare Forschungsschiff USNS Eltanin befindet sich in den antarktischen Gewässern. Sie erforschen den Meeresboden mit einem kilometerlangen Kabel. An diesem montiert eine Kamera. In einer Tiefe von 13.500 Fuß entdecken die Wissenschaftler plötzlich ein seltsames Gebilde. Sie fotografieren es. Auf der Aufnahme ist ein Objekt zu sehen, das sich jeder Erklärung entzieht. Eine Stange am Meeresboden, bestückt mit 12 Speichen, die aus ihr heraustreten. An jedem dieser Speichen eine Kugel. Diese Äste sind in einem perfekten 15-Grad-Winkel zueinander ausgerichtet. Etwas, das auf eine gewollte Konstruktion hindeutet. Kein Wunder also, dass die ersten Gedanken auf ein menschliches Instrument fielen. Ein wissenschaftliches Instrument, das von einem frühen Forschungsschiff verloren wurde. Doch dies erscheint unwahrscheinlich. Ein Objekt, das 4 Kilometer tief ins Meer stürzt und sich dann selbst auf dem Boden so perfekt verankert, dies wäre wohl ein zu großer Zufall. Zudem gab es zu jener Zeit auch keine U-Boote, die diesen Punkt unserer Erde hätten erreichen können. Die Position der Antenne sei so exakt und signifikant, dass es fast sicher scheint, dass sie mit Absicht dorthin gestellt wurde. Wenn es kein natürliches Objekt ist und keins von der Natur erschaffenes, von wem stammt sie dann? Die Eltanin-Antenne, wie sie genannt wird, liegt südlich von Kap Horn, in einem der unzugänglichsten Meere dieser Welt. Wissenschaftler und Forscher waren fassungslos, als sie zum ersten Mal das Foto des Objekts sahen. Es wurde am 5. Dezember 1964 im New Zealand Herald veröffentlicht, innerhalb eines Artikels mit dem Namen Puzzlebild vom Meeresboden.
Das amerikanische Forschungsschiff Eltanin ist gestern mit einem mysteriösen Foto in Auckland eingelaufen, das 2250 Meilen westlich von Kap Horn in 100 Faden Höhe aufgenommen wurde. Das Foto, das so etwas wie eine komplexe Funkantenne zeigt, die aus dem Schlammboden herausragt, wurde am 29. August von einer U-Boot-Kamera aufgenommen. Der mysteriöse Gegenstand am Boden des Antarktischen Meeres ließ viele Spekulationen zu diesem aufkommen. Ein absichtlich platzierter Gegenstand einer alten Zivilisation. Jene Wesen, die zuvor den eisfreien Kontinent Antarktis bewohnten. Diese unbekannte Zivilisation habe unzählige Artefakte und strukturelle Überreste unter dem Eis hinterlassen. Heute verborgen und praktisch unerforschbar. Nur wenige Artefakte können wir von dieser vergangenen Welt entdecken, in der Region, die nicht von der Eisschicht bedeckt ist, im umliegenden Gebiet des flüssigen Eises, tief auf dem Meeresboden. Nur dieser eisfreie Bereich nahe der Antarktis könnte uns die Beweise für ihre Anwesenheit offenbaren. Und eines der Bezeugungen dieser alten Zivilisation sei die Eltanin-Antenne. Andere wiederum haben eine weitere Theorie, was das Objekt sein könne. Sie sind überzeugt, dass der rätselhafte Gegenstand eine Art Alien-Technologie sei. Diese Antenne wurde absichtlich an einem so entfernten und einsamen Ort platziert. Sie sende Signale an eine außerirdische Basis in der Nähe unseres Sonnensystems oder diene zur Planetenkartierung, ein intergalaktischer Vermessungspunkt unter Millionen anderer. 1968 erklärte der Autor Brad Steiger in einem Artikel über die Eltanin-Antenne: Ein erstaunliches Stück Maschinerie, sehr ähnlich einer Kreuzung zwischen einer Fernsehantenne und einer Telemetrieantenne. Ist die Eltanin-Antenne die Hinterlassenschaft einer frühen Zivilisation auf dem antarktischen Kontinent, zu jener Zeit, als er noch ein tropisches Paradies war? Oder ist sie gar die Hinterlassenschaft einer außerirdischen Spezies? Und was genau macht ihre Position so besonders? Steht sie aus einem ganz bestimmten Grund an jenem Ort, wo sie aufgefunden worden ist? Der neuseeländische Forscher Bruce Cathy hat zu der Eltanin-Antenne eine weitere Theorie entwickelt. Sie bezieht sich auf die besondere Position innerhalb unseres Planeten. Er nimmt an, dass die Antenne Teil eines alten planetaren Netzes ist. Dieses sei von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis unseres Planeten. Insbesondere die Bedeutung des großen 25.000-Jahre-Zyklus, der als Präzession der Tag- und Nachtgleiche bekannt ist. Cathy spricht von einem sogenannten harmonischen Kehrwert. Dieser beziehe sich auf die Konstante der Lichtgeschwindigkeit, eine wichtige Maßeinheit des Erdnetzes. Die 21.600 Bogenminuten des Planeten ließen sich schließlich exakt 150 Mal durch sie teilen. Auch rage diese Antenne nicht zufällig aus diesem Punkt am Meeresboden. Berechnungen sollen gezeigt haben, dass sie mit mathematischer Präzision in ganz bestimmten Konstanten von wichtigen anderen Punkten dieser Erde entfernt läge. So zum Beispiel von der Antarktisbasis Prospect Point, von Haemus und St. Kilmet, all jene Punkte, die für Erdbeben bekannt seien. Daher ist er überzeugt, dass die Eltanin-Antenne ein Objekt von großer Wichtigkeit sei. Neben mathematischen Spielereien gibt es weitere Theorien. Meeresbiologen haben spekuliert, dass es eine Art Organismus sein könnte, eine seltene Art einer Koralle, eines Meeresschwamms oder einer bisher unbekannten Art. Doch die Theorien einer natürlichen Herkunft gäbe es nur deshalb, da sich die Antenne nur sehr schwer auf eine andere Weise erklären ließe. Eben jene, die die Wissenschaft nicht dazu zwingt, in diesem Objekt etwas Übernatürliches zu sehen. Ein außerirdisches Objekt oder die Technologie einer Zivilisation, die längst ausgestorben sei. Fest steht, es gibt keine bekannte Form von maritimem Leben, die auch nur entfernt so aussieht wie die Eltanin-Antenne. Und so stehen die meisten Meeresbiologen dieser Theorie über eine unbekannte Pflanzenart ebenfalls skeptisch gegenüber. Dort unten im antarktischen Meer gäbe es kein Sonnenlicht, um so etwas wachsen zu lassen. Und wenn doch, treten solche Meerespflanzen immer in Kolonien auf. Es müsste ein ganzes Feld dieser seltsamen Pflanzen geben. Dort stehe aber nur eines, die Eltanin-Antenne.
Der so oft angeführte Vergleich mit der Cladorhiza concrescens passe zudem nicht. Klar bestehe eine Ähnlichkeit, doch die genaue Geometrie sei völlig anders. Auch der Mensch könne es dort unten nicht so präzise errichtet haben. Der Biologe Dr. Thomas Hopkins drückt es so aus: Ich möchte nicht sagen, dass das Ding von Menschenhand gemacht ist, weil dies das Problem aufwirft, wie man es dort hätte hinbringen können. Aber es ist ziemlich symmetrisch und die Ausläufer sind alle 90 Grad voneinander entfernt. Auch das The Info Journal and Fortune Times Magazine beschreibt die Einzigartigkeit der El-Tanin-Antenne. Es ähnelt ein wenig einer Mikrowellenantenne aus dem Weltraumzeitalter, mit einem langen Stiel, der in verzweigten Wurzeln endet, die tief in den Schlamm eingelassen sind. Dieser Stamm hat Knoten mit 4 bis 6 keulenartigen Anhängseln. Offensichtlich bedecken sie wie Büsche weite Teile des Bodens. Was die El-Tanin-Antenne wirklich ist, wird bis heute diskutiert. Im Grunde wissen wir nichts. Auch wurden keine weiteren Anstrengungen unternommen, den Ort der Entdeckung erneut aufzusuchen. Auch nicht 60 Jahre danach. Was dort unter der Oberfläche der feindlichsten und unzugänglichsten Region dieser Erde liegt, bleibt ein Rätsel. Ein anomales Artefakt, das mit seiner nahezu ausgeschlossenen natürlichen Abstammung nur 3 Schlüsse zulässt. Entweder ist es dort vom Menschen platziert worden, in einer Zeit, in der wir nicht die Möglichkeit hatten, so etwas an dem Boden des Antarktischen Meeres zu verankern. Oder es ist die Hinterlassenschaft einer uralten Zivilisation, die einst auf dem eisigen Kontinent lebte, mit einer Technologie, die wir nicht erwarten würden. Oder aber eine außerirdische Spezies hat dieses Objekt dort platziert. Aus welchem Grund und mit welcher Funktion können wir heute nur erahnen. Die Antwort darauf werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Was haltet ihr von dieser Antenne auf dem Meeresboden? Ist es eine ungewöhnliche Pflanzenformation, ein uraltes menschliches Relikt oder eine außerirdische Hinterlassenschaft? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.